Egg Veda und Jod-Egg sind jetzt wieder für euch am Start. Hier ist der gute Jod-Egg am Start und das Egg Veda, sehr heiß. 60. Okay, Entschuldigung. Ja, und wir bauen heute ein Unterstellmodell, wie Olli jetzt sagen würde wahrscheinlich. Das würde ich nie sagen. Nie. Wir bauen heute ein, ein Gestell für Joystick und Swattle. Also es ist ein selbststehendes Gestell. Genau, so muss man es ausdrücken. Oder auf Englisch ein Stand. Weil manche Leute haben ja vielleicht aus irgendeinen Gründen keinen Platz für eine Joystick-Halterung. Wenn du Joystick und Swattle links, rechts oder Joystick in der Mitte haben willst, vielleicht passt es am Tisch nicht dran, da ist eine dicke Lippe unter dem Tisch, das hat man jetzt schon ganz oft, was dann die Befestigung verhindert. Und da haben wir uns gedacht, wieso dann nicht mal einfach was, was man auf den Boden stellt und dann einfach wegstellen kann. Das ist jetzt auch keine grandiose Erfindung von uns, das haben schon mehrere Leute nicht gebaut. Nee, schade. Ausnahmsweise mal nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so. Das gibt's schon, aber wir haben gedacht, das können wir bestimmt noch einen Tick besser machen. Und natürlich machen wir das auch so, dass die Joystick-Platten da drauf passen, dass der Warsock dann hier verdrehbar ist, ne, in jeder Position. Und diese Verdrehbarkeit haben wir jetzt ja nicht nur für den Warsock, das kommt jetzt auch für den VKB Black Mamba. Und wenn alles so klappt, wie wir uns das wünschen, dann wahrscheinlich auch für den Cytec X65F. Und mal gucken, heute ist der vierte. Heute ist die Präsentation von den neuen Thrustmaster Produkten. Mal gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht gibt es da, soweit ich weiß, gibt es neue Pedals. Aber vielleicht gibt es auch irgendwas Joystick-artiges oder ein neues Swattle. Wer weiß, vielleicht ein abgedateter Warsock. Vielleicht. Mal schauen. Vielleicht wissen wir auch mehr, als wir verraten. Ich zeige dir nochmal schnell grob die Skizze, die wir hier gemacht haben. So soll das Ding aussehen, ist natürlich wunderschön. Da sieht man mal, was für grandiose Ingenieure wir sind. Mit solchen Zeichnungen arbeiten wir hier. Da sollten wir direkt das Monster-Tech-Logo drunter machen. Hier. Haben wir ein Autocutter-Schild? Ja, das ist Computer gemacht. Sieht man, das ist 3D gerendert. Mhm, auf jeden Fall. Perfekt mit Schattierung und so. Ja. Ja, und dann legen wir jetzt los. Machen wir. Oh nein, ein dicker Wal! Nein, das ist die Willi. Der tut mir ja nichts. Okay, so, hier haben wir unser Lager. Und da sind die guten Profile. 40x40 verwenden wir jetzt dafür. Dann ziehen wir das hier mal durch. Und das kommt jetzt auf der anderen Seite raus. Dann haben wir den Anschlag. Dann stellen wir jetzt auf 90 cm ein. Genau hier. Machen wir fest. Natürlich sollten wir immer die Vorschriften hier beachten. Das heißt Gehörschutz und Augenschutz. Das sieht wieder wunderschön aus. Okay. Spielen wir das jetzt mal kurz ein. Und jetzt müsst ihr euch die Ohren zuhalten, denn jetzt wird's laut. So, und die anderen, die müssen wir uns jetzt mal, müssen wir mal gucken, was wir da jetzt genau dann sozusagen davor bauen und darauf bauen. Aber das werden wir uns mal angucken, jetzt mal zu Gebüte führen und dann mal schauen, was wir dafür Profile sägen müssen. Wollen wir mal kurz drauf gucken? So, maximale Breite, da haben wir uns an dem Drehkreuz vom Stuhl orientiert. Da haben wir jetzt erstmal 90 cm angenommen für. Schauen wir mal, ob das passt. Höhe 60 bis 65 cm, das war die Unterkante von meinem Schreibtisch. Und die Ausleger schätzungsweise 30 bis 40 cm und das Drehkreuz waren 70 cm vom Stuhl. Sollte man natürlich dann auch mal ausmessen. Nicht, dass man plötzlich da so ein fettes Drehkreuz hat und man kommt nicht mehr dazwischen. Gut, und jetzt würde ich sagen, fertigen wir mal die Ausleger und natürlich dann auch die Profile, die nach oben gehen. Die werden nämlich aus 80-40 gemacht. Das findet Yoda super. Boah, sind die dick, Mann.
Also jetzt schneiden wir das 80x40 Profil. Das werden die beiden langen Teile, die dann nach oben gehen, die dann den Joystick und den Throttle tragen. 60 hatten wir uns jetzt erstmal angenommen, die kommen ja dann aufs Profil oben drauf. Das heißt, das Ganze wird sowieso nochmal um 4 cm erhöht, weil das Profil ja 40-40 ist, also 4 cm nochmal aufträgt. Das sollte eigentlich für alle Schreibtische passen. Also wir hatten das so ausgerechnet, einen guten Sicherheitsabstand drin. Richtig. Das sollte gut gehen. Gehen wir von aus, auf jeden Fall. Ja, wir können ja alles anpassen hier, das ist ja das Schöne daran. Mhm. Jetzt verschrauben wir hier erstmal eine Seite. Also die Seitenbänder habe ich schon aufgemacht. Die ziehen wir hier einfach an. Muss ungefähr passen. Und werden das jetzt ungefähr optisch mittig erstmal so einstellen. Müssen wir sowieso mal austesten, ob das dann so passt oder nicht passt. So, das war die eine Seite. Das geht dann auch die linke Seite mehr oder weniger sein. Die rechte Seite meine ich. So, nämlich. Das ist zwar ein bisschen bockig da, aber das sind jetzt auch keine Profile, die wir normalerweise verwenden würden, sondern Profile, die wir aus unseren Reststücke genommen. Weil wir wollten jetzt nicht einfach unser Profil hier zerschneiden. So, und auf der anderen Seite haben wir jetzt auch so ein Reststück genommen. Und ja, das wird jetzt nicht davor geschraubt, so wie es auf der Seite ist, sondern wird ins innerhalb des Profils verschraubt. Das mal gucken mit den Nutensteinen, bei 40-40 kommen sich halt diese Nutensteine so ein bisschen in die Quere. So. Und ich denke, wir könnten das jetzt mal erstmal hier so mal hin. Wir gucken jetzt mal, wie wir es ungefähr einstellen müssen. So, aber ich denke, so ungefähr könnte man. So, wird schon gehen, glaube ich. Und weiter vielleicht noch nicht. Okay, dann schraube ich das jetzt erstmal. Und optional werden wir vielleicht immer Gestellflüsse dazu anbieten, weil dann kann man das ganze Gestell nochmal um. Was waren das, Olli? 4 bis 8 cm? Ungefähr. Ungefähr. Mal entweder sozusagen einstellen. Okay, so, die Dinger sind jetzt verbunden. Sieht zwar ein bisschen crazy aus, aber sollte so passen. Gut, und jetzt kommt der Hesenteil drauf. Dann diese Ableger dann drauf, also die Platten von uns drauf kommen, so ein kleines Profilstück wird hier vorne noch vorgesetzt und verschraubt. Und den könnte man jetzt theoretisch entweder hier drauf setzen, damit man das so verstellen kann. Dann müssen wir halt aber hier auch noch ein 80-40 vorsetzen, was wir dann irgendwie unten mit Winkeln verschrauben. Oder man verwendet statt diesem Profil ein 80-40 halt auch. So, dann könnte man es halt auch so aufsetzen und vorne verschrauben. Aber das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das wissen wir nicht so ganz genau. Und auf geht's! So, weg mit dem dicken Hintern. Ne? Noch weiter. Ganz aus dem Wind. Ganz aus dem Wind. Ja, noch weiter. Da, hinten durch die Tür. Da, genau. So, wie ihr sehen könnt, haben wir die Konstruktion jetzt ein bisschen geändert. Wir mussten ein bisschen aufrüsten. Was? Bei den Profilen. Das Aufrüstungsunternehmen? Ja. Wir haben jetzt unten 80x80 Profile genommen. Die sind ordentlich dick, aber wir brauchten unten einfach ein bisschen mehr
Stabilität und Gewicht, dass sich die ganze Konstruktion einfach nicht verzieht. Hier vorne haben wir ein 80x40 genommen. Deswegen sind wir auch so fett. Und das Ding ist jetzt echt innerlich schon richtig super stabil. Jetzt darfst du die deine Künste zeigen, deine Fliegerkünste. Super, direkt. Das Problematische, was wir momentan jetzt hier noch haben, wie vielleicht, ihr könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir wissen es auf jeden Fall, der Boden ist halt nicht ganz eben hier. Zu Hause sieht das natürlich anders aus. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Deswegen hat man ab und zu, dass es so ein bisschen am Wackeln ist. Aber das liegt, wie gesagt, daran, dass das Profil halt nicht an allen Punkten aufliegt. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch so kleine Stellfüße für verwenden. Die liegen gerade hinter Olli. Die hatten wir jetzt gerade bei dem anderen Gestell schon einmal angebaut gehabt. Das war dann auch super. So, die kommen dann da runter. Ja, aber sonst, also von der Bewegung her. Also die sind genauso stabil wie die Tischhalterung. Das ganze Ding. Deswegen sind wir damit voll zufrieden. Mhm. Weil das war halt unser Ziel. Wir wollten ja nichts anbieten, was irgendwie dann anfängt zu wackeln oder so. Also da müssen wir dann nehmen wir die dickeren Profile, haben natürlich dadurch mehr Material, was wir verbrauchen, aber... Dafür ist es natürlich auch schwerer insgesamt. Was natürlich eigentlich ganz gut ist, dass es schwerer ist. Ja, das Gestell kann man natürlich auch noch in der Breite verstellen. Wenn man die vier Universalverbinder an dem Profil löst, kann man das halt noch bis zum maximalen... bis zum Profilende sozusagen noch verstellen. Also wir haben das jetzt, das 80-40 hat jetzt eine Länge von 90 cm und ja, und die beiden seitlichen Profile tragen nochmal um 8 cm auf. Das heißt sozusagen, dass man insgesamt nochmal 16 cm dann davon abziehen müsste. Das heißt, man hat dann 64 cm, ne? Ne, Quatsch. 74 natürlich. 74 cm hätte man am Platz. In der Mitte. Aber braucht man gar nicht. Braucht man gar nicht. Also ich habe gerade noch mal das Drehkreuz vom Stuhl gemessen. Und das Drehkreuz vom Stuhl hat eine Breite von 65 cm. Ich sitze jetzt hier in der perfekten Position ungefähr so drin. Man hat vorne auch noch Platz für die für Pedale. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier eigentlich gar kein Problem mit dem Platz. Mit den beiden äußeren Teilen hier. Na, man weiß halt nicht, der Stuhl ist halt relativ klein, den wir hier momentan verwenden. Ja, aber das wird schon gehen, wenn man so einen Bürostuhl hat. Gehen sollte. Das passt schon. Wie gesagt, das Drehkreuz ist 65 und wir hätten dann hier drin ja dann auch ausreichend Platz dafür. Und das sollte schon passen. Das Ganze wird natürlich nicht mit so mockigen Profilen verarbeitet, sondern da kommen dann natürlich schicke Profile für euch. Also werden dafür für euch verwendet. Und überall kommt natürlich noch Abdeckkappen raus. Ja, und was wir gleich noch probieren, ist natürlich eine Center-Halterung. Genau. Dann kommt der dann hier rein. Also sozusagen den könnte man theoretisch auch einfach abschrauben und hier in die Mitte draufschrauben. Das werden wir gleich auch so machen. Das werden wir gleich mal testen auf jeden Fall. Schön daran ist halt, dass man jetzt noch die Höhe einstellen kann. Ja, da steht ja mal direkt. Steht alles gut direkt. Ja, kann ich noch ein bisschen Spiel vielleicht draufnehmen. Wackeln, damit man gucken kann, wo es sozusagen nicht damit aufliegt. Dann kann man es hier gut einstellen. Wie läuft das? Das ist halt das Schöne an den Füßen, dass die halt, sind ja eher so Stellfüße, wo man dann halt Wackler mit ausgleichen kann, wie unter jedem Möbelstück halt auch sind. Oder unter Küchenmöbeln zum Beispiel. Jo. Wir werden es aber auch nochmal umschauen, dass wir vielleicht so, so komplette, nicht Kunststofffüße kriegen, sondern eher so richtige Gummifüße. So, ich
bewege mich hier mal um Olsen rum. Aber hier, wie ihr sehen könnt, der Warstock hat ja echt einen ganz schön steifen Gimbal. Und selbst wenn ich hier den doll bewege, ist hier gar kein, also hier ist wirklich gar keine Bewegung drin. So, die Hinterhalterung haben wir jetzt dran, wie ihr sehen könnt. Richtig schön, passt gut. Den Joystick müsste man natürlich noch ein bisschen drehen für die Hinterhaltung. Weil man ja so von der Seite kommt und dann kann man hier schön den komplett frei drehen. Das ist ja unsere patentierte Warthog-Drehung hier. Sehr schön. Das Center-Profil haben wir mit zwei Winkeln festgemacht. Das Schöne daran ist, dass man hier dann wechseln kann von Center direkt auf rechts. Da kommen dann noch zwei Bohrungen rein. Dann nimmt man einfach zwei Universalverbinder. Genauso wie auf der anderen. Genau. Genau, wie auf der Seite. Und dann kann man das einfach wechseln, ohne dass man zwei von diesen Teilen braucht. Ne? Mhm. Das ist dann klasse, so habe ich mir das auch gedacht, dass das so wird. Ich bin sehr zufrieden. Alles ist stabil. Wir müssen jetzt noch ein paar Abdeckkappen überall drauf machen. Stimmt, da habe ich ja eine vergessen. Ich hatte die schon rausgelegt. Ja, die ballern wir da gleich drauf. Die gebe ich Olli mal, dann kann er direkt mal das, als wenn man so hier das rote Band durchschneidet. Na gut. Das Hammer. Ein paar andere, oh, kein Problem. Dann ist das jetzt zeremoniell die letzte Abdeckkappe, die wir halt drauf haben. So, nicht auf die. Hemma! Nicht so laut. So, hier. So. Super. Woo! Ja, und dann machen wir gleich noch ein paar abschließende Tests. Und dann machen wir ein paar schicke Fotos für die Website, glaube ich. Mhm. So. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Haut rein. Alter, diese Sonne. Die Sonne, die flasht uns hart. Tschüss. Mega Sonne, da. Tschüssen.